Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Monster Moon Piece. Und ja, die letzte Folge mussten wir mit einer Niederlage hier beenden, was halt auch daran lag, weil wir einfach, also einerseits weil es halt stark war, andererseits weil, ja, wir eine absolut miese Starthand gezogen hatten für das Ganze. Hoffentlich ist unsere Starthand diesmal besser. Ich möchte immer noch diese Karte haben. Ich möchte sie haben. Ich weiß aber nicht, wo, wann oder wie ich sie herbekomme. Okay, das ist schon mal eine wesentlich bessere Starthand für mich. Das ist mir scheißegal. Die Starthand ist auf jeden Fall wesentlich, wesentlich besser. Damit kann ich direkt mir... Jetzt HP Regen. Wenn ich dich dahin stelle, du läufst nicht weiter, das ist gut, der kommt nach vorne, das funktioniert für mich. Okay, 4. Schade, das war nicht ganz das, was ich mir gewünscht hatte. Ich hatte eigentlich quasi gehofft, dass ich den hier spielen kann, aber da habe ich mich verrechnet gehabt um einen. Aber gut, ich kann immer noch den hier spielen, damit kann ich immer noch one-shotten durch den Buff von dem. Also das geht immer noch. Das wäre für mich halt wichtig, dass ich den halt tot kriege. Okay. Das ist... Hey! Sogar überlebt, das heißt, er kann einmal angreifen. Das ist auch schön. Gut. Ah, mein Slime... Ich bin gerade tatsächlich am überlegen, ob ich mir den aufbewahre. Warte mal, ich kann... Ich kann den auch hier hinstellen. Dann ist der nämlich gleich tot, dann brauche ich den nämlich den Effekt nicht zu aktivieren. Okay. Der kann den noch killen gleich. Gut. Der läuft gleich nach vorne und killt den. Das ist sehr gut für mich. Jetzt ist halt für mich halt die Frage, womit kann ich hier jetzt am besten quasi überleben? Also, ich denke, ich bewahre mir den hier noch auf. Ich muss hier halt die irgendwie ein bisschen mit meinen Fairies ablocken. Also ich muss ja sehen, was ich da mache. Shit, kann ich mir nicht leisten, zu teuer. Gut. Das bringt mir nichts, den jetzt zu spielen. Ich muss den hier da weiterspielen. Dann macht er wenigstens 2 Schaden schon mal. Bevor er gleich stirbt. Okay. Ja, könnte jetzt drauf gehen. Oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Ja, geht drauf. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viele Lebenspunkte er noch hat, aber ja. Nicht genug dafür. Gut. Ja, das bringt mir gerade nichts. Aber das könnte... Das könnte tatsächlich funktionieren. Ja, das dürfte funktionieren, um den zu killen. Okay, damit geht er drauf. Nee, doch nicht. Hey, ich habe immer noch einen. Genug. Okay. Eigentlich ist das nicht so optimal gerade für mich. Ich mach mal trotzdem den hier einfach mal. Weil der dann HP Regen kriegt. Damit überlebt er definitiv länger. Okay, jetzt ist er aber tot. What? Wieso waren jetzt beide tot? Okay, das war... Das habe ich nicht so ganz kapiert jetzt gerade, aber egal, gut. Ich stelle dich dahin. Damit kannst du wenigstens den hier abschießen einmal.
Um den da oben muss ich mich jetzt noch kümmern. Gut. Und ich denke, das mache ich am besten, indem ich einmal... Ja, einmal dichter, damit... Gut. Dich stelle ich jetzt einfach mal dahin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die hier schon irgendwie kaputt bekommst, hoffe ich zumindest. Fuck, der wird das nicht überleben gegen die. Oder? Nee, der wird das ganz knapp nicht überleben. Gut, das heißt, dass ich jetzt am besten... Ja, da habe ich noch ein paar... Ich habe halt hier die Dreier, das Range-Type, das bringt mir halt jetzt gerade nichts. Das bringt mir jetzt gerade alles nichts, das ist das Problem. Weil jetzt halt wieder der Kosten abzukommen, der hier wird draufgehen leider, das war blöd. Aber okay, Mana Increase, das ist natürlich sehr gut für mich. Was hast du hier? Blue Aura Unit? Ne, brauche ich jetzt gerade nicht. Wenn ich dich... Ja, wenn ich dich da jetzt spiele, dann kannst du den killen? Ja, das mache ich. Damit spare ich mir halt... den auf. Ah, der wird gleich sterben, aber das ist erstmal in Ordnung. Dich spiele ich mal hier. Und ich kill dann gleich den da. Ah, das ist in Ordnung, dass der jetzt drauf geht. Gut. Damit habe ich hier den. Okay. Ah, Gather Mala wieder, das ist schön. Der wird den auch gleich killen, das ist auch gut für mich. So, dann... Rora Unit. Rora Unit. Gut, dann platziere ich dich mal dahin. Du wirst gleich doch dann hoffentlich den da killen. Ah, schade. Gut. Jetzt fängt das an, was ich so eigentlich nicht wollte, weil jetzt kommt hier die ganzen, die sozusagen Kostenfalle. Was, der hat überlebt? Ich habe irgendwie das Gefühl, da habe ich irgendwas falsch gedacht gehabt. Gut, ich platziere dich mal da. Damit du wenigstens den einen Angriff überlebst von dir. Gut. Kill dann den. Jetzt muss ich... Fuck. Jetzt habe ich das Problem, dass ich hier... nicht genügend habe. Dich platziere ich erstmal dahin. So, damit schieße ich zuerst, damit stirbt der. Gut. Nee, der stirbt doch nicht so einfach, wie ich es oft hätte. Gut, ich platziere ich dann mal dahin. Dann stirbt er nämlich doch, weil ich dementsprechend die Wand aufstelle. Gut. Und ja, fuck. Jetzt habe ich ein Problem. Was hast du für ein Range-Type-Unit? Brauche ich nicht. Gerade zumindest, gut. Dann platziere ich dich erstmal dahin.
Aha. Gut, ich platziere ich mal dahin. Und ich hoffe einfach, dass ich jetzt noch einen roten bekomme. Nein, bekomme ich nicht. Gut. Gut, in dem Falle setze ich dich erstmal dahin. Der muss da zuerst weg. Und okay, du haust mal den da. Okay, damit überlebt er wenigstens wieder. Fuck, doch nicht. Das wäre jetzt Pech. Warte mal. Ja, doch, ich kann dich. Ich stell dich da oben hin. Mit 3 Reichweite kannst du da gut was machen. Gut, damit stirbt er auch gleich am nächsten. Und ich gehe jetzt auf grün. Ja, ich gehe jetzt auf grün. Damit könnte... Nee, der überlebt das. Hey, das ist doch schön. Auf Grün zu gehen war vielleicht nicht so das Optimale. Aber ich kann die beiden fusionieren. Da kann er nur einen jetzt aufhalten. Das ist sehr schön. Damit geht der da oben schon mal durch. Ich stelle ich mal da oben hin. Okay, und ich habe gewonnen. Der war ja relativ egal, wo ich den jetzt hinstelle, aber welcher jetzt gewonnen habe. Gut. Boah, ging doch. Ich brauchte halt nur eine nicht ganz überschüssene Starthand und... Aha. Securebus habe ich schon. Gut. Was ist jetzt hier? May? What is it? Nothing. You don't look so well. Are you okay? I'm fine. Ever since Okinawa, you haven't looked well. I'm really okay. I'm just a little nervous hearing about the culprit. Fia said we can do it, but I'm not so sure. I'm not doubting your powers. It's just... Sorry, forget about it. It's okay, I'm worried too. I'm glad I wasn't the only one. Let's hurry to Tokyo. We need to protect that last Margot squad. Of course. Let's go. Interessant. Ich bin immer noch irgendwie am überlegen. Okay, das war Deck. Haben wir einen neuen Cardpack? Nein, haben wir nicht. Warte mal. Ist hier irgendwo... Sorry. Ich möchte eigentlich gerne wissen... Okay, na, was ist Fuku? Also ich möchte einmal schauen, ob hier die Dings dabei war, die irgendwie plus 1 von den Fairies. Das sieht nicht danach aus. Hier vielleicht die Fairies dabei.
Ich möchte halt einmal abchecken, weil ich möchte diese Feen haben. Die sind einfach mega stark, die plus 1. Das sieht nicht danach aus. Tundra. Achso, Tundra gab nur 3er, gut. Einmal reinschauen. Ich weiß halt einfach nicht. Ich weiß halt echt nicht, wo ich diese plus 1er, plus 2er von diesen Feen herbekomme. Das ist echt ein Problem. Hey, you don't look like you belong here. You must be bad. Gut. Okay, das ist aber für mich eigentlich ganz gut. Da weiß ich definitiv, dass ich auf Dings gehen kann, auf Gelb starten. Du hast welche Nummer? Range Type Units. So. Pack ich mal dahin, gelbe Fairy. Das wird sowieso gleich ziemlich behämmert werden, dieses Healing-Duell quasi. Gut, aber ich habe jetzt sowieso die bessere Ausgangsposition und. Nee. Ich kann den da nicht spielen, das ist so ein bisschen das Problem. Daher spiele ich den einfach mal hier oben. Das wird ein ziemlich bammerte Aktion da unten, gut. Ich schaue nochmal, was ich jetzt noch bekomme. Aha. Gut, jetzt habe ich Gelb, das ist sehr schön, damit kann ich arbeiten. Die Frage ist, ich denke nicht, dass ich dich da spielen sollte, jetzt da unten. So, ich spiele dich einmal hier oben. Weil der wird eventuell gleich drauf gehen, dann spiele ich da unten gleich den anderen. Okay, interessant. Okay, vielleicht doch noch nicht den anderen da. Das ist jetzt eigentlich nicht ganz so optimal, wie ich es gerne hätte. Obwohl, der wird die hier unten platt machen. Wahrscheinlich insgesamt gleich. Oder auch nicht. Gut, ich stelle dich dann erstmal da oben hin. Der wird gleich sterben, dann kann ich da noch einen hinpacken. Aha. Oh fuck, damit geht der drauf. Shit. Nicht gut. Das bringt mir halt nichts. Ich muss den hier spielen. Ja, fuck, die Fairy heilt natürlich noch. Das ist das Problem. Gut. Gut, dann. Der wird. Aha. Für our unit. Ich stell dich hier hin. Der wird gleich drauf gehen. Das ist aber erstmal so in Ordnung. Gut. Den sollte ich da wahrscheinlich blockieren am besten. Die Frage ist, wie mache ich das? Ich denke, dass ich dich dahin stelle.
Oh fuck, gleich habe ich ein Problem. Gleich ist der. Ich hätte den da unten. Einer wird jetzt durchkommen. Einer wird jetzt durchkommen. Dann nehme ich dann. Denke ich lieber den da oben. Gut. Der wird jetzt halt durchkommen. Das ist. Da habe ich nicht drauf geachtet. So, dafür kann ich jetzt aber ganz gut was machen. Und zwar fange ich hiermit erstmal an. Den packe ich erstmal da oben hin. Okay. So. Dann dich packe ich mal hier hin. Hilft einfach da mal mit denen noch abzuschießen. Der wird sowieso gleich drauf gehen. Gut. Dich platziere ich mal mit dir direkt vor. Dich platziere ich dann dahin. Gut. Wie sieht es jetzt farbtechnisch aus? Es sieht farbtechnisch blöd aus für mich. Gut, dann passe ich erstmal. Ich habe 12 Mana. Und es sieht farbtechnisch immer noch suboptimal für mich aus. Ich möchte halt nicht einfach, also ich möchte halt, wenn wir spielen, wo ich Kombos dabei machen kann, aber wenigstens, egal was ich jetzt ziehen werde, ich werde quasi farbtechnisch, wird für mich passen. Das ist ein großer Vorteil. Okay, damit könnt ihr den killen. Okay, gut, grün. Was sind deine Aura Unit? Aha. Green Aura Unit. Wahrscheinlich auch wieder Blue Aura Unit, ja. Okay, ist quasi meine einzige Wahl, die ich habe, also gut. Den bewahre ich mir da nochmal auf. Dich stelle ich mal hier hin. Nehme ich dann. Der wird den überleben. Ich denke, ich mache den hier. Und jetzt habe ich Blau in einer guten Anzahl. Ja, ich denke, ich nehme mal das hier so. Die stelle ich erstmal dahin. Dann rückt der nämlich nochmal nach vorne und... Und damit hat sich die Regeneration, die ich denen gegeben habe, schon gelohnt. So, du bist jetzt vorne, jetzt kann ich dich einmal gebufft und die sind weg. Gut. Ich gehe mal auf Gelb, würde ich mal sagen. Und zwar. Das bringt mir halt gerade nicht alles mal wieder, nicht so viel. Aber ich denke, dass ich mit dir gehe erstmal.
Und zwar hier. Und da setzen wir nochmal die hier. Okay, damit ist der tot, aber hey, ich habe immer noch der weitere. Das sind zweimal dieselben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Gut, dann mache ich hier. Ich habe jetzt relativ gute Chancen. Ah, fuck. Ah, obwohl, der wird nach vorne gehen, den killen direkt. Gut. Aber ich trotzdem. Ich schicke mal dann noch weitere Unterstützung hinterher am besten. Der muss jetzt oben spielen, ansonsten. Hat er da verloren? Jetzt sieht's ein bisschen bescheidener für mich aus. Ich spiele mal den hier. Den spiele ich mal hier. Okay. So geht's auch. Gut, to HQ. Aber ich denke, dass wir hier keine weiteren Dinger bekommen haben, die wir kaufen können, oder? Nope. Gut. Ich denke, ich gehe hier einfach mal weiter. Okay, da ist doch noch einer. Ja, okay. Eigentlich wollte ich die Folge dann jetzt beenden, aber gut, dann wird sie halt einmal ein bisschen länger. Ausnahmsweise. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt hier direkt noch ein... das ist kacke. Das ist immer noch blöd. Vielleicht lasse ich ihn noch einfach durchlaufen, oder... Das ist doch mal... Das ist doch schon eher das, was mir gefällt. Die Frage ist für mich halt auch... Das Problem ist, wenn ich den jetzt spiele, der wird dann... Aber wenn ich den hier spiele, der wird überleben. Das ist gut. Und er kann dann den Rückschlag dagegen gegen den ausführen. Das heißt, der wird den gleich killen. Das heißt, wenn ich dich jetzt hier spiele... Gut. Du wirst da gleich deine Regeneration haben. Dich stelle ich erst einmal... Ah fuck, ich hätte dich... Obwohl, der überlebt ihn mit einem Angriff, daher geht das noch. Gut. Jetzt kommt das, was ich nämlich vorhatte. Dich stelle ich hier hin. Und... Jetzt werde ich nämlich da oben die Grünen aufhalten damit. So, ich habe nur leider... Mist. Mir fehlt ein Grüner. Gerade. Das ist nicht so optimal. Gut, den stelle ich dann dahin. Komm, lass mir noch einen Grün geben gleich. Okay, 15 ist schon hart. Schade, kein Grüner. Das ist nicht so das, was ich mir gewünscht habe. Aber ich kann jetzt sehr, sehr stark auf Gelb gehen. Gut. Hm.
Den stelle ich mal da oben hin. Damit ist der tot. Fuck. Das ist jetzt nicht so optimal für mich. Von meiner ganzen Positionierung her ist das nicht ganz optimal für mich, aber okay. Gut, ich platziere ich dahin. Fuck you. Damit hat das mir kaputt gemacht. Damit hat er mir das Ganze kaputt gemacht. Ich habe nur 6. Ich kann den hier spielen, der kostet mich 5. Trotzdem immer noch, das ist halt immer noch eigentlich zu viel. 4. Eigentlich auch immer noch zu teuer ist das Problem, ey. Fuck, jetzt bin ich am Arsch. Oder? Ich bin sehr wahrscheinlich am Arsch jetzt. Nicht gut. Gut, du kannst wenigstens... Fuck, das ist halt trotzdem nicht gut. Ich werde das hier sowas von verlieren, diese Aktion jetzt. Ne, ich habe keine Chance, ich werde das hier verlieren. Gnadenlos. Gut. Damit kann ich den da vielleicht ein bisschen aufhalten, aber ich kann da oben nicht. Ne, selbst... Auch das bringt mir nichts. Ich bin tot. Ich habe absolut keine Chance hier, die aufzuhalten. Absolut nicht. Damit habe ich den vielleicht gekillt, aber das bringt mir da oben auch nichts weiter. Ja, ich bin tot. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich da wenigstens noch einer abwehren kann. Jetzt bin ich wieder das Problem, dass ich da zwei hintereinander abbekomme. Nur dich bin ich da als erstes. Ja, ich bin sowas von tot. Ich sag mal so, klüger wäre es eigentlich den hier oben, weil dann könnte ich den hier mit killen, der würde den nächsten überleben und würde den danach killen. Aber dann sind die hier halt durch, das ist so das Problem dabei. Und der hier wird hier unten sowieso sterben, weil er wird den killen und dann von dem hier abgeschossen werden. Das ist blöd, aber das ist halt so. Das heißt, dass ich jetzt in der Situation bin, wo ich beide da abbekommen werde.
Es wäre cool gewesen, den da zu spielen, da und hier dann die alle wegzumachen, aber bringt mir nichts. Gut, ja. Ich wollte dieses möchte ich eigentlich sowieso nicht mehr in dieser Folge machen, also okay. Ich muss eigentlich echt irgendwie sehen, dass ich an diese Fairies noch rankomme, weil die bringen halt so einen extremen Mana-Boost, das ist halt echt hart. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.